Rafael Nadal bleibt noch eine Spur zu stark für Dominic Thiem. Der weltbeste Sandplatzspieler wird vom österreichischen Jungstar im Finale des Masters 1000 Turniers von Madrid bis an die Grenzen gefordert. In einem hochdramatischen Match verliert Thiem 6:7 und 4:6. Bei der Neuauflage des Finales von Barcelona macht der Österreicher aber eine wesentlich bessere Figur gegen Nadal. Die Formkurve zeigt nach oben. Unglaubliche zwei Wochen in Spanien, in Barcelona und Madrid. Ich werde mich die nächsten Stunden darüber freuen und denke dann schon an Rom. Es ist ein großes und wichtiges Turnier und jetzt, wo ich einmal in einem solch großen Turnier so gut gespielt habe, ist der nächste Schritt, diesen Level zu halten. Das probiere ich. Der Lohn für die guten Leistungen. Dominic Thiem ist in der neuen Weltrangliste auf Platz 7 und stellt damit sein Karrierehoch ein. In Rom verteidigt er ein Viertelfinale aus dem Vorjahr. Es geht also vor dem Grand-Slam-Turnier in Paris um wertvolle Punkte für die Rangliste.